Hier hinter mir ist das 54er Gebäude, direkt neben dem Parkplatz. Hier ist das International Office, einige Hörsäle und hier finden regelmäßige Treffen der Fachschaft statt. Um die Ecke, den Weg runter, sieht man das Wohnheim, was exklusiv für die Studierenden zur Verfügung gestellt wurde. Und wir gehen jetzt gemeinsam auf den Hauptcampus. Also hinter mir findet ihr das 92er Gebäude. Abgesehen, dass hier Vorlesungen stattfinden, findet man auch jeden zweiten Mittwoch das Speaking Café abends hier. Kommt mit! Hier ist unser wunderschöner Verteiler. Hier tun die Studierenden Sachen, die sie nicht mehr brauchen, rein, damit sich andere Studierende bedienen können. Okay, dann gehen wir mal rein. Wir sind in der Hochschulbibliothek, hier muss man leise sein. Mit einer riesigen Auswahl von Büchern findet man für jeden was. Hinter mir könnt ihr das 50er Gebäude sehen, in dem findet im Foyer der Tag der offenen Tür statt für die Fakultät Wirtschaft, der Tanzkurs. Es gibt ein TV-Studio da drin, darin findet ihr auch das FSZ und das Allerwichtigste wahrscheinlich die Dünnmaschine. Hinter uns seht ihr die Mensa. Die hat 300 Sitzplätze für Studierende, für Professoren und für Außenstehende, um ein leckeres Mittagessen zu erhalten. Hier finden auch die Mensa-Party statt und man kann im Nebengebäude Projektarbeiten machen. Das war die Führung des Hauptcampus Ansbach.